Endlich ist es soweit. Ihr habt so oft gesagt, ihr habt so oft empfohlen, mich gelöchert, dass ich endlich eine Rezension dazu machen soll. Von Markus Heitz, Die Zwerge. Dazu bin ich jetzt endlich gekommen und kann euch ganz eindeutig meine Meinung dazu zusammenfassen in einem tief empfundenen Meh. Herzlich willkommen zu MythCritic. Wir machen es wie immer. Ich erzähle erst ein bisschen was über den Autor. Dann gebe ich eine spoilerfreie Zusammenfassung des Plots, dann machen wir den Deep Dive, reden über Sprache, Plotstruktur, Charaktere, Worldbuilding und am Ende gibt es ein kleines Fazit. Zum Autor, Markus Heitz ist ein Deutscher, er ist 71 geboren, hat sein Abitur in Homburg gemacht, hat Germanistik und Geschichte studiert, war erst ein Journalist bei der Saarbrücker Zeitung. 2003 kam Die Zwerge, das war auch sein Erstling, hatte damit seinen Durchbruch und lebt seitdem als freier Autor. Zum Plot. Zunächst mal bekommen wir als Leser die ja sozusagen so ein bisschen vogelperspektivenmäßig die Situation vorgestellt in dem Prolog. Es geht um das sogenannte geborgene Land. Das ist so eine, ja, im Grunde genommen, wie sieht das aus? Wie ein Kessel, könnte man sagen. Also es ist halt so eine Landkarte, die von Bergen umschlossen ist. Innerhalb dieses Landes leben die Völker, Menschen, Elben etc., die leben in Frieden, und in den Bergen leben die Zwerge, die dieses Gebirge gegen die Kreaturen Tions, also eines bösen Gottes, also Oger und Orks etc., verteidigen und als sehr heldenhafte, kompetente Krieger dargestellt werden. Und in diesem Prolog fällt dann der Stamm der Fünften, also die Stämme haben keine eigenen Namen, sie heißen nur die Ersten, Zweiten etc., der Stamm der Fünften fällt durch, ja, man weiß nicht so genau, ist es eine List, ist es Magie, alle kriegen irgendeine Krankheit, also Magie spielt auch auf jeden Fall mit hinein. Sprich, man checkt, okay, das geborgene Land, also es gibt jetzt einen Breach, durch den das Böse irgendwie rein kann, und dann gibt es einen Sprung in die Gegenwart mehrere hundert Jahre später. Dann wird erzählt, größtenteils aus der Perspektive von einem Zwerg namens Tundil, der unter Menschen aufgewachsen ist, also ist ein Findelkind. Er arbeitet als Schmied und wurde von einem menschlichen Magier aufgezogen. Also die Magier sind in dieser Welt sehr mächtig. Also es gibt Gebiete sozusagen, also die Magie ist so regional begrenzt. Es gibt Gebiete, da ist Magie einfach vorhanden und in denen sind Magier wahnsinnig mächtig und also niemand kann ihnen das Wasser reichen. Also quasi menschlichen und elbischen Herrscher, die haben ihnen diese Gebiete sozusagen einfach zugestanden, weil die da einfach so die Matadore sind so quasi, und also jeder dieser Magier ist da auch ein unangefochtener Herrscher, und der Magier Lord Ionnan hat eben den Tundil da als Findelkind aufgenommen. Er hat ihm auch eine relativ gute Bildung vermittelt, also er hat viel gelesen, und der Magier schickt ihn dann eines Tages aus nach einem Streit. Es ist der Tundil hat so einen Beef mit so einem Adepten, so einem Magierschüler von dem Lord Ionnan. Das eskaliert dann mal, und dann, um da den, sozusagen die Luft rauszulassen, schickt er den Tundil mit einem Auftrag weg. Er soll ausziehen, um Bücher von dem ehemaligen Schüler zurückzuholen. Tundil bricht auf und trifft unterwegs ein zwergisches Brüderpaar. Und die nehmen ihn zu einer Ratsversammlung mit, wo ein neuer Hochkönig der Stämme gewählt werden soll. Also jeder Stamm hat einen eigenen König, und dann gibt es eben noch einen Hochkönig, der sozusagen so ein bisschen, ja, der Primus inter pares ist irgendwie, und der ist eben sehr alt und es soll ein Nachfolger, ja, gewählt werden, und seltsamerweise sagen die ihm, er ist ein Kandidat dafür. Und es stellt sich raus, es gibt eine, also der alte Hochkönig und sein Berater haben eine Intrige gesponnen, um den eigentlich offensichtlichen Anwärter, den König der, ich glaube, der Vierten ist es, des Vierten Zwergenstamms, der die Zwerge aber, sobald er die Krone hat, in den Krieg mit den Elben verwickeln möchte. Diesen Plan wollen sie eben vereiteln, und deshalb haben sie einen Gegenkandidaten aufgestellt, und das ist eben Tundil, den eben
keiner kennt. Gleichzeitig werden die Magier, die das Böse, das durch diesen Breach da, wo die Fünften gefallen sind im Prolog, die halten das mit so einer Sperre auf. Also es stellt sich eben raus, es sind nicht nur irgendwie Orks und Oger, die da reinkommen, sondern auch Alben, also so Art böse Elben. Und was das Schlimmste ist, ja, sie nennen es das Tote Land. Also das ist eine magische Kraft, die sozusagen da reingekommen ist. Und in dieser, also alle Gebiete, die davon befleckt werden, da stehen die Toten wieder auf und kämpfen eben an der Seite dieser bösen Wesen. Die Magier halten dieses tote Land eben mit so einer magischen Sperre auf. Einer von ihnen bestellt sie zu einer Ratsversammlung ein, stellt sich aber raus, dass das ein Verräter ist, der sie mit magischen Mitteln zu Fall bringt. Der eine wird versteinert. Ich weiß gar nicht mehr, was mit den anderen genau passiert. Und also der hat sich eben mit dem toten Land verbündet. Und jetzt ist es an Tungdiel, einerseits zu verhindern, dass die Zwerge sich in so einem sinnlosen Krieg gegen die Elben aufreiben, sondern dass sie einen Weg finden, ja, sich zu verbünden und den verräterischen Magier und das tote Land aufzuhalten. Ja, dazu, es gibt eine alte Prophezeiung über eine magische Waffe. Tungdiel schlägt eben als Wettstreit mit seinem Konkurrenten da um die Krone vor, dass sie eben diese Waffe, die Teile dafür finden und diese Waffe schmieden. Und wer da eben die als erstes beisammen hat, der soll dann Hochkönig werden. Okay, so viel mal zum Plot, halbwegs spoilerfrei. Jetzt geht's in den Deep Dive und ab jetzt Spoiler Warning. Also ich gehe davon aus, wenn ihr jetzt weiterschaut, entweder ihr kennt das Buch oder es stört euch nicht, wenn ihr gespoilert werdet. Fangen wir bei der Sprache an. Was kann man dazu sagen? Und da kann ich wirklich nur sagen, die Sprache ist ganz, 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 ganz schrecklich. Es ist wirklich ganz furchtbar, die Sprache. Es ist so ein archaisierender Ton in der Erzählebene. Das soll wohl irgendwie so an die Karuer-Übersetzung vom Herrn der Ringe erinnern oder was. Und es wird dann ständig durch völlig unpassende moderne Ausdrücke aber gebrochen, wo ich mich einfach frage, so hat der Autor den Lesern die Intelligenz nicht zugetraut, dass sie dann halt den entsprechenden archaischen Begriff verstehen würden, oder hat er es selber einfach nicht gewusst? Dasselbe Problem herrscht eigentlich auf der Ebene der Dialoge. Die reden wild durcheinander von mich deucht bis hin zu ich bin sauer auf dich oder sowas. Also kann es einem wirklich die Zehennägel aufdrehen. Es ist ein ständiger Sprung auch in der Erzählperspektive zwischen einem allwissenden und einem autorialen Erzähler. Es ist also sprachlich von der Erzählebene her, es ist absolut stümperhaft. Ich würde gern sagen, das liest sich, als hätte es ein 16-Jähriger geschrieben, aber Christopher Paolini hat mit 16 Eragon geschrieben und es ist ein relativ gutes Buch. Also muss man eigentlich sagen, es liest sich, als hätte es ein 13-Jähriger geschrieben. Also die Sprache ist wirklich was, also die ist zum Abgewöhnen. Also das muss man in aller Härte sagen. Zum Plot. Den Plot finde ich so okay-ish. Ich habe relativ lang gebraucht, um reinzukommen. Der Plot braucht auch, um in Fahrt zu kommen, und meandert gerade am Anfang, finde ich, relativ ziellos herum. Also insbesondere die Reise von dem Tungdiel. Also am Anfang hatte ich Mühe, dran zu bleiben. Und sobald dann dieser Auftrag mit der Feuerklinge kommt, nimmt das Ganze durchaus Fahrt auf, aber es liest sich halt auch ein bisschen wie der Plot von einem Computerspiel. Also bring deine Party zusammen, geh an Ort 1, hol dir den ersten MacGuffin. Jedes Mitglied der Party hat einen Spezialskill, der dann benötigt, um diese Überaxt zusammenzubasteln. Es ist extrem written, wie man sagt. Also es ist ja so sehr klischeemäßig, liest sich wie ein Drehbuch von einem Computerspiel, aber es ist nicht unspannend erzählt. Ein Beispiel, das ich geben wollte, wie written dieser Plot ist an manchen Stellen, ist zum Beispiel, also da war es wirklich so, dass ich das Buch fast an die Wand geschmissen hätte, weil ich mir gedacht habe, das ist so unglaubwürdig. Also dieser böse Magier lockt seine Kollegen irgendwie in die Falle, entreißt ihnen ihre Magie und vernichtet sie, ja, unterstützt von diesem quasi Dämon, mit dem er sich da verbündet hat. Und da ist es schon so irgendwie schwer glaubwürdig, fand ich. Also er ist schon irgendwie total aufgebläht
bläht und hustet die ganze Zeit Blut und sowas und sagt denen immer so, ja, es ist nichts, es geht mir zurzeit nicht so gut und sowas, aber passt schon alles mit mir. Und keiner von denen riecht Lunte. Ja, und sie fangen da an, ihre Magie zu wirken und dann legt er sie natürlich rein und vernichtet sie alle. Und das fand ich schon so wirklich schwer glaubwürdig. Aber dann holt er noch in den zweiten Schritt alle Magier-Schüler von diesen Meistermagiern zusammen, ist, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt noch kaputter, ja, spuckt die ganze Zeit irgendwie seine verfaulten Organe aus, hinterlässt so eine Schleimspur am Boden, in dem Raum, in den sie dann kommen, ist sogar noch der eine Magus, ist noch als Steinstatue und sowas. Und er sagt zu den Magier-Schülern so, ja, hier gab es die krasse Katastrophe und ihr müsst mir jetzt mit eurer Magie helfen. Und keiner von denen kommt auf die Idee, dass da irgendwie Foulplay im Spiel sein sollte. Also da habe ich mir so ans Hirn gehauen bei der Stelle. Also ich meine, das war jetzt wirklich ein Tiefpunkt bei dem Plot. Das Buch ist nicht durchgängig so schlecht, aber da merkt man halt wirklich, es ist schon sehr hingebogen, dass die Handlung so passieren kann, wie es der Autor gebraucht hat. Und ich denke mir, also das wäre ja was gewesen, was man auch etwas eleganter hinkriegen hätte können. Also wenn er halt die Magier platt machen muss, dann hätte es da vielleicht andere Mittel und Wege gegeben, als dieses wirklich sehr, sehr, also diese zwei sehr, sehr unglaubwürdigen Überlistungsaktionen, die er da zieht. Aber gut, ich will jetzt da nicht zu sehr ranten. Genau, aber das wollte ich einfach noch kurz ergänzen. Ich würde sagen, als Urlaubslektüre mit 2 bis 3 Maß Bier in der Birne ist es eine okaye Lektüre, so was den Spannungsfaktor angeht. Zu den Charakteren, also ich finde, die sind so ein bisschen so die Saving Grace von dem Buch. Was der schon kann, ist sympathische Charaktere zu schreiben, und auch der Villain ist relativ gut gelungen. Und ich meine, ich sag's ja immer wieder, der Held ist immer nur so gut wie sein Widersacher. Und da der Villain eigentlich ganz gut designt ist, stärkt es auch die Helden und stärkt das Buch als Ganzes. Also da bin ich durchaus bereit, eine Lanze für das Buch zu brechen. Schauen wir sie uns mal an. Also Tungdil ist ganz klar der Protagonist und ein Sympathieträger, ohne in Gary Stu zu sein. Und das finde ich eben schon mal ziemlich cool, wenn das ein Autor macht, dass der Held jetzt nicht so der Überchief ist, sondern der Tungdil ist am Anfang ein guter Schmied, aber er kann am Anfang nicht mal irgendwie kämpfen oder sowas, lernt es dann aber relativ schnell auch, als er dann den Zwergen begegnet, was dann auch innerhalb der Logik des Buches ganz gut erklärt wird. Er ist ein moralischer Charakter, ohne jetzt irgendwie aufgeblasen oder besserwisserisch zu sein. Also er ist halt eine Figur mit einem guten moralischen Spürsinn, so ein bisschen in der Tradition von Sam Gamgee vielleicht. Und er hat halt auch eine Aufgabe, mit der er über sich, ja, die ihn dazu bringt, über sich hinauszuwachsen, ohne dass er jetzt der krasse Erbe von XY oder der Sohn von dem und dem und sein muss, sondern das finde ich schon mal cool, dass das eigentlich so ein Everyman ist, der Held, aber dass es eben auch nicht ganz unglaubwürdig ist, dass er diese Herausforderungen bestehen kann. Ja, dann Nodon, also der Villain, der Bösewicht, den finde ich ziemlich gut gelungen, weil er hat eine sehr nachvollziehbare Motivation. Er ist am Anfang ja noch gut, er ist einer von diesen Magierfürsten sozusagen, und er ist einfach nur zu neugierig. Das ist eigentlich seine Stärke einerseits, dass er so wissbegierig ist, und dann aber auch seine Schwäche. Und genau mit dieser Schwäche führt ihn dann dieser Dämon, dieses tote Land oder was auch immer, in Versuchung und gewinnt ihn dafür, sich ihm zu öffnen, bietet ihm eben dieses Wissen, das er bisher nicht hatte, magische Formeln etc. und warnt ihn noch davor, es gibt noch eine viel größere Gefahr als mich. Ich will das geborgene Land eigentlich beschützen und du musst mir helfen. Der Magier gibt relativ schnell nach, wo ich sage, so, ja, gut, ging mir ein bisschen zu schnell, aber das Buch ist irgendwie 500, 600 Seiten eh schon lang, also vielleicht auch ganz gut, dass er das ein bisschen gerafft hat. Ja, ich finde es auch sehr gelungen, dass diese Frage nicht aufgelöst wird innerhalb dieses Buches, also dass
dass es einfach offen bleibt. War das einfach eine Lüge, der sich dieser Dämon bedient hat? Oder ist da was dran? Ja, also ich finde das immer sehr gut. Das hat der Tolkien schon gesagt. So, also es ist immer sehr hilfreich, wenn man das Gefühl hat, man betritt eine größere Welt. Ja, es gibt nicht nur diese eine Handlung, diesen einen Handlungsstrang, den die Charaktere erleben in der Welt, sondern es ist eine weitere Welt, die man entdecken kann. Und wenn es da einfach was gibt, was jetzt in diesem Buch nicht abgehandelt wird, okay, gut, für mich erzeugt es nur das Gefühl so, da ist noch was jenseits von dem Horizont, das macht es eigentlich interessanter. Also das finde ich einen ganz, ganz coolen Move. Wen ich weniger gut gelungen finde, ist Beelzebub. Das ist der andere Villain sozusagen. Das ist ja so ein Intrigant, also der Berater dieses Königs von dem Stamm der Vierten, der eigentlich so der klassische schnurrbartzwirbelnde Bösewicht ist. Es ist in dem Buch so, es gibt den Stamm der Dritten, der ist irgendwie, da war der Stammvater, ich glaube, es wird dann so erzählt, der Stammvater, der hatte jetzt keine besondere Fähigkeit wie die anderen, also guter Schmied oder Gemmenschneider oder sowas, sondern wollte erst, glaube ich, irgendwie von allen lernen oder was auch immer. Also da gab es jedenfalls irgendwie einen Beef mit diesem Stammvater und der hat, also dieser dritte Stamm, das wurden dann die besten Kämpfer, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen dann gegen alle anderen Zwergenstämme kämpfen. Und die sind dann mal aufgerieben worden, vermeintlich. Aber es gibt sie immer noch. Und dieser Beelzebub ist eben ein Dritter, der sich da eben eingeschleust hat bei den Vierten. Und er wird halt nur von Rache angetrieben. Und ich werde sie alle vernichten. Mwahaha. Ja, den fand ich relativ abgedroschen so als Figur. Also diesen klassischen Verräter, den haben wir schon sehr, sehr oft in genau dieser Form gesehen. Also da fand ich Nodon einen deutlich besseren Villain. Zur Welt, naja, also es ist so ein Land, das halt wie eine Festung konstruiert ist, in der die Zwerge auf den Wachtürmen stehen. Mei, es ist halt eine extrem seltsame Konzeption und wirkt eher wie so eine Map in so einem Computerspiel. Ich finde es immer am coolsten in so einer Fantasy-Welt, wenn ich das Gefühl habe, so hey, das Land könnte auch natürlich entstanden sein. Aber es ist auch so ein Quäntchen Magie drinnen, das halt ein Meer bedeutet, sodass es sozusagen ambivalent ist. Haben es jetzt die Götter so geschaffen oder ist es von selber so entstanden oder war es ein Ineinander von beiden? Ich finde es immer sehr schön, wenn man dann nicht vom Autor gleich so eine Erklärung aufgedrückt bekommt. Und hier müssen das tatsächlich, also diese Legenden, die müssen letzten Endes stimmen in dem Buch. Es müssen die Götter gewesen sein, die das so konstruiert haben, weil also sonst kann man sich das nicht wirklich erklären. Und das Komische ist eben, dass es das nicht magischer macht, sondern es entzaubert die Sache irgendwie, dass es so klar ist. Also darum finde ich das nicht so eine gelungene Konzeption. Das Magiesystem finde ich nicht schlecht. Die Magie ist ja, hatte ich ja schon gesagt, auf bestimmte Bereiche beschränkt, in denen die Magier dann also de facto gottgleiche Macht besitzen. Aber sie können nur wenig Magie mit da rausnehmen. Also es wird nicht erklärt, warum ist die Magie lokal begrenzt. Aber es ist immerhin eine gute Limitation, finde ich. Also das ist ja immer ganz wichtig, dass es in einem Worldbuilding so Checks and Balances gibt, die erklären, warum die Magier jetzt nicht alles beherrschen, wenn sie so mächtig sind. Und das finde ich ist jetzt mal recht gut gelungen, so als Checks and Balances. Ja, was ich auch extrem schade fand, einfach ist, wie die zwergische Kultur da dargestellt wird in dem Buch. Ich meine, das Buch heißt Die Zwerge, ja klar, aber es ist einfach extrem klischeemäßig. So, es ist so, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich einen 13-jährigen Rollenspieler frage, wie stellst du dir denn die Zwerge vor? Was macht die so aus? Wie schaut ihre Kultur aus? Dann sagt mir der, ja, sind gute Handwerker, gute Krieger, die raufen sich gerne und die trinken gerne Bier. Und, oh Wunder, genauso ist die zwergische Kultur in diesem Buch. Also es ist, finde ich, einfach eine komplett verschenkte Chance. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, so eine Kultur mal zu inszenieren, dann würde ich mich halt auch drum bemühen. Ja, ich weiß schon, es ist ein feiner Grat, den man da gehen muss. Ja, das war jetzt einfach, glaube ich, Fanservice, also einfach alle Klischees bedient, so dass es halt für ein Massenpublikum tauglich ist. Also ich glaube, das andere Extrem wäre, was weiß ich, wenn ich an so Filme denke wie The Last Jedi oder
oder sowas, wo einfach so quasi alles, was man jetzt mit einem Franchise oder einer bestimmten Welt assoziiert, wenn man es komplett einfach durchstreicht und auf den Kopf stellt, so quasi nur um den Fans eine lange Nase zu drehen, das fände ich natürlich genauso verkehrt. Also zu wenig und zu viel ist aller Narren Ziel, wie es ja so schön heißt. Da einen ausgewogenen Mittelweg zu finden, wo ich sage, so ja, ich nehme schon so Tropes auf, die mit zwergischer Kultur assoziiert sind, aber gebt denen irgendwie einen interessanten Twist oder denkt die weiter oder sowas, das hätte ich viel, viel interessanter gefunden. Ja, von daher auch hat es mich einfach ziemlich, ziemlich kalt gelassen. Ja, zum Fazit. Ich muss sagen, ich war einerseits positiv überrascht, weil als ich die Publikationsliste von dem Markus Heitz gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt das Schlimmste befürchtet. Also jemand, der so viel schreibt, also wie viel Zeit kann sich der da lassen für einzelne Bücher? Ich habe wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet und eigentlich gedacht, es wird jede Seite eine Qual. Das war es auf keinen Fall. Also ich hatte schon auch Spaß an dem Buch. Ich kann aber auch ehrlich gesagt diese Begeisterungsstürme, die jetzt also gerade auf dem anderen Kanal dazu kamen, wo die Leute das Buch wirklich über den Schellenkönig gelobt haben, die kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Also wenn das Beste ist, was die deutsche Fantasy zu bieten hat, dann bin ich eher negativ beeindruckt, muss ich sagen. Lohnt es sich zu lesen? Ja, also wie gesagt, wenn man sprachlich unmusikalisch ist, wenn man sagt, okay, die Sprache von dem Buch ist mir völlig wurscht, ich habe da einfach keine Ohren dafür, dann kann man es, wie gesagt, so als Urlaubslektüre oder so kann es gut machen. Wenn man sprachlich musikalisch ist, dann würde ich ganz klar sagen, tut es euch das nicht an, weil also da hat man einfach extrem, extrem zu kämpfen. Ja, und also ich finde es wirklich jetzt so als Schlussreflexion finde ich es ein bisschen fast tragisch, muss ich sagen, weil das wurde immer so als das deutsche Fantasy-Buch mir gegenüber angepriesen. Ich finde, verglichen mit den angelsächsischen Autoren, die ich sonst gerne lese, wo auch nicht alles Gold ist, klar, aber da war das so gerade mal unteres Mittelfeld irgendwie für mich. Ja, von daher, also ich glaube nicht, dass ich nochmal was von Markus Heitz lesen werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür hat es mich nicht genug beeindruckt. Aber ja, also ich hoffe, ich hab es geschafft, dem Buch halbwegs gerecht zu werden. Also es hat definitiv auch seine Stärken. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr jetzt Fans des Buchs seid, was findet ihr so gut dran? Was habe ich vielleicht übersehen? Was auch immer. Ansonsten für mehr dieser Art folgt gerne dem Kanal. Sagt mir auch gerne in den Kommentaren, wozu ihr euch Rezensionen wünscht oder über welche Themen ihr mich gerne reden hören würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video.